Hi, mein Name ist Dennis Mepio von ntau.de und heute mache ich mal einen kurzen Kommentar mit meinem Gesicht zu euch. Hi, denn heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, beziehungsweise jetzt wurde ja die Nintendo Direct Mini ausgestrahlt beziehungsweise veröffentlicht von Nintendo und diese beinhaltet wirklich nur ein paar Titel und man hat es ja auch nicht ohnehin eine Art Publisher-Partner-Show genannt. Das heißt, von Nintendo selber, von Nintendo direkt, also wirklich von Nintendo direkt entwickelt, kam gar nichts, sondern wirklich nur von bekannten Spieleentwicklern, wie zum Beispiel Atlus, die zum Beispiel auch Shin Megami Tensei 5 Dingsbums da gezeigt haben, was echt nicht mein Spiel ist, aber für die Fans hat es sicherlich gefreut, dass es endlich mal gezeigt wurde, denn es wurde ja damals Januar 2017 zur Switch-Präsentation ja unter anderem angekündigt. Und heute will ich gerne in diesem Video reden, warum wir eigentlich keine Nintendo Direct mehr erwarten können. Mir macht es schon ein bisschen Sorgen, dass gerade so bei bestimmten Statements, wie zum Beispiel von, ich muss den Namen lesen, ich kann den nie aussprechen, Shuntaro Furukawa, quasi der Präsident von Nintendo, er hat es selber mal gesagt, dass Nintendo dieses Direct-Format, ja, eigentlich hat er im Endeffekt gesagt, ja, es ist nicht mehr zeitgemäß, so indirekt hat er es so gesagt und hat gemeint, ja, wir gucken, wir untersuchen gerade andere Wege. Und wenn wir uns mal Paper Mario The Origami King mal anschauen, dann ist natürlich klar, worauf das hinaus soll, und zwar, dass Nintendo wahrscheinlich in Zukunft für solche Ankündigungen keine Nintendo Direct mehr aufziehen wird, sondern wirklich nur noch per Twitter oder Pressemitteilung diese Informationen bekannt geben werden. Also Nintendo, das Unternehmen an sich. Ist aber auch ein bisschen logisch, muss ich sagen. Wir sind alle Fans von Nintendo Direct, auch ich bin ein riesengroßer Fan. Ich liebe es, bis 11, 0 Uhr nachts aufzubleiben und diese Nintendo Direct-Ausgabe live mitzuverfolgen mit anderen Leuten. Ich mache gerne diese Live-Reaktion, die ihr sicherlich auch kennt und auch bestimmt anschaut, das hoffe ich mal. Und ich muss halt wirklich für meinen Teil sagen, ich kann Nintendo wiederum verstehen, wenn wir es von der Position mal sehen, denn erstens geht es auch um den Aufwand. Der Aufwand, eine Nintendo Direct zu schneiden, ist unglaublich heftig, denn erstens, natürlich, die eigenen Sachen, die eigenen Aufnahmen zwischen den Niederlassungen ist alles in Ordnung. Aber es gibt ja öfters auch mal Auftritte von Third-Party-Entwicklern oder von von den bekannten Indies. Und da ist das Problem halt echt groß, dass du halt erstmal die Aufnahme ran, du musst hier hereinholen, die ganzen Aufnahmen. Und da muss auch viel erstmal kontrolliert werden, ist das überhaupt in Ordnung für Nintendo Direct, und da hat Nintendo bestimmt ein tausendseitiges Richtlinienbuch, wie das alles auszusehen hat, wie das Licht wahrscheinlich auch sein soll, mit was für einer Kamera mit man filmen darf und so weiter, dass eventuell sogar Switch-Gameplay-Material gezeigt werden muss. Das heißt, wenn du noch kein fertiges Switch-Spiel hast, was du eigentlich zeigen kannst oder was halt einfach gameplay-technisch vielleicht noch nicht so zufrieden bist, ja, da ist halt natürlich auch von Nintendo erstmal schwer, die Leute zu finden und natürlich auch die Leute, die Studios anzuschreiben, die auch gerade wirklich was Zeigbares haben. Und natürlich an das Material reinzuholen. Denn das Material wird reingeholt, es wird in Japan grob geschnitten, dann wird es aber, wie gesagt, in Europa und USA gibt es nochmal verschiedene Ausgaben. Das heißt, Nintendo of Europe und Nintendo of America schneiden eigentlich fast die ähnliche Ausgabe, bloß mit ein paar Änderungen. Müssen aber zum Beispiel Nintendo of Europe muss es zum Beispiel machen. Für jedes Land, die Europe-Zentrale, hat quasi diese Texte, die kriegen sie, glaube ich, wie ich es mal so mitbekommen habe, aus Japan sogar bereitgestellt und müssen die quasi in verschiedenen Sprachen nochmal einbinden. Und ja, das ist ein riesengroßer Aufwand. Da sitzen bestimmt 1, 2, 3 Mitarbeiter ein paar Tage hinweg dran. Und es muss erstmal alles vorbereitet werden. Und das geht nicht einfach von heute auf morgen, dass es da ist. Das dauert sogar streng genommen mal sogar ein ganzer Monat, wo das im Vorab dann alles geplant wird. Und deswegen liegen dann auch manchmal die ganzen Sachen. Denn es gibt immer einer in einem Unternehmen, der was sagt. In einem großen Unternehmen wie Nintendo ist das natürlich üblich. Ihr kennt zum Beispiel die ganz großen Leaker, Kingsale und so weiter. Die werden sicherlich ihre Quellen irgendwo haben. Und ja, das ist erstens ein riesengroßer Aufwand. Und dass Nintendo diesen Aufwand nicht mehr betreiben will, ist natürlich auch verständlich. Denn mit so einer Nintendo Direct-Veröffentlichung muss natürlich auch jede Agentur, jede Presseagentur, Nintendo macht ja stellenweise die Presse-Öffentlichkeitsarbeit ja nicht selber, sondern verlagert das quasi in gewisse Agenturen. Und die schreiben ja zum Beispiel zum größten Teil ja auch die Pressemitteilungen unter anderem vor und helfen auch hier und da mal mit. Und das ist natürlich mega viel Arbeit, denn so eine Nintendo Direct hat ja nicht nur eine Ankündigung, sondern auch ganz viele. Und dazu eine Pressemitteilung zu schreiben, wo nochmal kontrolliert werden muss, man braucht ja wirklich fast alles aus Japan, das eine gewisse Freigabe,
ist unglaublich schwierig. Und da kommen wir zum nächsten Thema, ganz viele Ankündigungen und Spiele. Bei Paper Mario The Origami King haben wir was ganz Interessantes herausgefunden. Und zwar, dass wenn eine Ankündigung jetzt erfolgt ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne, also wirklich das Interesse, die geballte Aufmerksamkeit des Spiels nur auf Paper Mario lag. Das werdet ihr sicherlich in den Aufrufzahlen oder in den Daumen hoch und Daumen runter gesehen haben. Unglaublich, was das Spiel für einen Hype ausgelöst hat. Anfang, muss man auch sagen. Und da hat Nintendo wirklich, muss man sagen, eine Kommunikation zu Paper Mario richtig viel gemacht und es war auch richtig gut. Man hat quasi einen Trailer bereitgestellt, es gab schon mal erste Informationen und ein Release-Datum. Und es war sehr kurzfristig. Wenn ich überlege, das war im im Mai war es gewesen. Im Endeffekt, knapp 2 Monate vor Release wussten wir, hey, es kommt Paper Mario. Und dieser Weg wird auch zukünftig kommen, dass Nintendo einzelne Spiele, einzelne große Spiele, vielleicht 2 Monate vor Release in Zukunft ankündigen wird und dann kommt's. Natürlich werden ganz große Spiele, wie zum Beispiel das neue Zelda-Spiel, ich glaube, die werden natürlich schon 4, 5, 6 Monate vorher angekündigt und das war's. Aber Nintendo hat damals schon mal gesagt, die wollen Spiele eher kurzfristig ankündigen, was auch gut ist. Denn Metroid Prime 4 hat zum Beispiel gezeigt, das kann auch ordentlich daneben gehen. 2017, 2018, so um den Dreh, 2017 war es, glaube ich, auf der E3, ich weiß es gar nicht mehr, wurde es angekündigt und man hat dann mal 2019, was glaube ich, einen Status mal gesagt bekommen, wie es halt gerade so aussieht. Und da muss man doch wirklich sagen, da hat Nintendo, ja, leider ein bisschen Mist gebaut, muss man aber wirklich so sagen. Ja, und bei den ganzen Spielen, die man an der Nintendo Direct zeigen würde, wäre natürlich das Interesse für ein einzelnes Spiel wahrscheinlich nicht so höher als für das große Spiel, was am Ende angekündigt wird. Ich meine, nimm mal als Beispiel wirklich Breath of the Wild, der Nachfolger von The Breath of the Wild, der letztes Jahr auf der E3 gezeigt wurde. Das Spiel hat am Ende quasi alles weggeblasen. Natürlich, Banjo-Kazooie und so weiter war auch wirklich super genial und man hat es auch im Gedächtnis behalten. Aber so Spiele wie zum Beispiel, ich weiß nicht, was da noch gezeigt wurde, vielleicht eventuell auch Link's Awakening nochmal Material etc., ja, man hat das dann doch eher wieder vergessen, sondern man hat eher Bock auf dieses große Spiel am Ende bekommen, was man gesehen hat. Und diesen Weg will, glaube ich, Nintendo ein bisschen ändern. Natürlich, mit diesem Videoformat will das ist sowieso nur meine Einschätzung. Das ist ja nicht, was wirklich dann passieren wird. Ich glaube auch, dass Nintendo weiterhin mal so 1-2 Direct-Ausgaben im Jahr bringen wird, im Zuge von so ein bisschen weiterer Ausblick. Aber gerade jetzt im Zuge der Pandemie, des Coronavirus, sind wir, glaube ich, gerade in einer Phase von Nintendo, wo man denkt, hey komm, wir nutzen diese Pandemie mal aus und schauen wir mal, ob es andere Wege gibt, die ebenfalls gut einschlagen. Denn sind wir mal ehrlich, den neuen Weg, den Nintendo einschlagen will, der ist auch nicht unbedingt schlecht. Der ist voll in Ordnung, denn wenn zum Beispiel Nintendo jetzt in den nächsten 3 Wochen die Super Mario 35. Geburtstag-Kollektion ankündigen will, eine einzelne Ankündigung mit einem Trailer, mit einer Pressemitteilung, mit Bildern etc., mit Informationen, reicht aus. Und man kann das Spiel sogar vorbestellen und man hat einfach die Information, verarbeitet man besser im Gehirn, als diese 100 Spiele, übertrieben gesagt, die man an einem Tag gezeigt bekommt. Und deswegen finde ich auch persönlich, auch wenn ich Nintendo Direct liebe, einfach als Fan, aber wenn ich es wirklich objektiv betrachte, sind die Nintendo Direct Ausgaben nicht mehr zeitgemäß, sondern man versucht einfach, beziehungsweise ich habe das Gefühl, Nintendo versuchte nach dem Tod von Satoru Iwata einfach noch diese Tradition mitzunehmen, denn Satoru Iwata wollte dieses trockene Unternehmen namens Nintendo näher zu den Fans bringen, denn gerade damals die Nintendo Direct Ausgaben hatte man dann gebracht, lass mich kurz überlegen, da war der 3DS glaube ich schon erschienen, die Wii U kam erst und damals mit der Wii war man super erfolgreich. Nintendo hatte eigentlich keinen Grund gehabt, diese Direct-Ausgaben zu bringen. Vielleicht doch schon, die 3DS lief ja am Anfang gar nicht. Aber Nintendo oder Satoru Iwata da trotzdem gedacht, hey, ich will gerne die Nähe zu den Fans haben, denn er war ja selber ein guter Mensch, eine gute Seele, ein gutes Herz. Und das passte einfach zu Satoru Iwata und zu Nintendo zu diesem Zeitpunkt. Wenn wir heute schauen, die Führungsetage von Nintendo wird größtenteils von Investoren, von Bankern und so weiter geleitet. Und nur wenige kreative Köpfe sind wirklich ganz weit oben. Shigeru Miyamoto ist zum Beispiel noch ein Beispiel, was ich hier erwähnen könnte, was am höchsten auch noch was zu sagen hätte.
Ansonsten sieht es auch schon sehr dünn aus. Natürlich gibt es hier und da mal so die berühmten Köpfe, aber die sind, muss man auch sagen, die sind auch schon dementsprechend alt, haben das spezielle Alter. Und ich will jetzt nicht böse klingen, aber da müssen halt jüngere Leute ran. Nintendo ist gerade dabei, sich immer noch, muss man wirklich sich auf die Zunge zergehen lassen, 5 Jahre nach dem Tod von Satoru Iwata, sich immer noch neu zu finden, meiner Meinung nach. Mit Kimishima hat man einfach das übernommen, was Iwata so gemacht hat. Und jetzt mit dem neuen Nintendo-Präsidenten schaut man einfach nochmal so richtig krassere Richtungswechsel vorzunehmen. Und da bin ich persönlich gespannt, was in den nächsten Monaten erwarten wird. Deswegen glaube ich dann persönlich, aufgrund dieser Nintendo Direct Mini für Publisher und Partner, dass wir einfach keine Nintendo Direct-Ausgaben mehr sehen werden, sondern dass es dieses Label Nintendo Direct noch geben wird. Allerdings halt wirklich nur noch als Mini für Partner und Publisher, denn ist ja immer noch bemüht, dann für Third Parties da zu sein. Und halt ansonsten halt einmal, zweimal im Jahr, um wirklich nochmal eine ganz große herauszubringen, aber das war es halt schon. Ich glaube persönlich aber auch noch, dass die Indie-World und so weiter, Indie-Showcase und so weiter, wie es alle heißen, dass die halten bleiben, denn die sind eigentlich ein ganz gutes Mittel, auch für Indie-Entwickler gute Aufmerksamkeit zu ziehen, und die sind ja sowieso eher kontinental quasi produziert. Zum Beispiel in Amerika gab es ja dann das eigene Showcase-Format, in Europa gab es das Indie-World und so weiter. Ich glaube, da ist der Aufwand auch. Ich glaube, da ist der Aufwand ein bisschen kleiner, und da gibt es höchstens vielleicht ein bisschen Streiterei mit Japan, dass man da die Freigabe braucht. Und das war es ansonsten. So, das war jetzt einfach mein kurzes Kommentarvideo zu dieser ganzen Sache. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr von diesen Kommentarvideos wollt, dann sagt euch Bescheid. Mich würde freuen, ein bisschen Feedback zu kriegen. Und wenn es euch doch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Kommentiert! Ich will gerne wissen, was denkt ihr zur aktuellen Lage von Nintendo? Werden wir in Zukunft überhaupt noch Nintendo Direct-Ausgaben kriegen oder nicht? Schreibt es gerne im Kommentarbereich. Ich würde mich freuen. So, ich bin Dennis. Sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.